Herzlich willkommen zu einem weiteren Part des Let's Play Pokémon Schwarz 2. Heute wieder an der Stelle, glaube ich, an der wir aufgehört haben. Heute mal ohne Zeitbegrenzung wieder mal. Wir können so lange machen. Da ich jetzt mit einem Desmum-Emulator aufnehme und wir können jetzt straight weitermachen. Wenn ich das bei den anderen Sachen machen könnte, würde ich das machen. Aber wie gesagt, bei mir steht manchmal der Emulator oder sonstiges im Weg. Durchaus, dieser Trainer hat das gewisse Etwas. Ja, unsere Nachwuchshoffnung sollte in Kürze hier eintreffen. Oh Mann, ich fange ja wieder mal gut mit Lesen an. Ah, wie auf Stichwort. Willkommen in Pokéwood. Schön, dich zu sehen, Sunny. Wir haben schon auf dich gewartet. Darf ich vorstellen? Das ist Mr. Woody. Er ist hier der Boss. Der Boss. Hallihallo, gestatten, ich bin Mr. Woody. Nett, dich kennenzulernen. Du bist also Sunny, was? Wir haben gerade über dich geredet. Ich habe leider noch ein paar Dinge zu erledigen, bevor ich dir im Detail erklären kann, was wir hier arbeiten. Tut mir wirklich leid. Ich hoffe, du kannst dich noch ein wenig gedulden. Wie wäre es inzwischen mit deiner Führung über das Gelände? Oh, das ist eine ausgezeichnete Idee. Dann bekommt Sunny gleich einen Einblick in die wunderbare Welt des Films. Filme Pokéwood ist eine Traumfabrik. Wer sich nach Nervenkitzel oder großen Gefühlen sehnt, ist hier genau richtig. Aber genug geredet. Ich werde versuchen, mich zu beeilen. Bis später. Mann, habe ich jetzt wieder ein Wortchaos hier. Ich bin stolz, für Mr. Woody zu arbeiten. Sieh sich einer dieser Beinarbeit an. Na schön, Sunny, folge mir. Bist du schwul oder so? Mal ganz ehrlich. Zunächst will ich dir kurz erklären, was hier in Pokéwood überhaupt tun. Pokéwood ist eine Filmschmiede. Wir drehen hier einen heißen Streifen nach dem anderen, um den Kinos ein möglichst buntes Programm bieten zu können. Okay. Ist eigentlich ein sehr scheiß Feature, das eingebaut wurde, aber okay. Das hier ist unser Filmpalast. Selbstverständlich gibt es da drin immer die neuesten Filme zu sehen. Gleichzeitig fungiert dieser Ort aber auch als Treffpunkt für Fans der verschiedenen Filmstars. Komm, schauen wir doch einfach mal hinein. Na, wenn es denn sein muss. Muss ja. So, hier haben wir den Schalter. Frau 1, die nervt. Wen haben wir denn da? Das ist doch der Talentsucher. Dank dir habe ich mir meinen Traum erfüllt und mein lang ersehntes Filmdebüt gegeben. Ach ja, das freut mich. Und wer ist das? Das ist Sunny. Ich habe deine Tochter mit diesem jungen Trainer kämpfen sehen und sofort sein Potenzial erkannt. Deswegen wollte ich auch unbedingt, dass dieses Talent nach Pokéwood kommt. Verstehe, du hast also meine Mika herausgefordert. Dann musst du ein ziemlich guter Trainer sein. Oh, ach ja. Gleich fängt der Film an, in dem ich mitgespielt habe. Wenn du über ein Filmdebüt nachdenkst, solltest du ihn dir ansehen. Gute Idee. Das wird für dich sehr lehrreich sein, Sunny. Ausgezeichnet, auf geht's. Jetzt dürfen wir Kino gucken gehen. Nicht euer Ernst? Willkommen im Pokéwood Filmpalast, das ist der Schalter. Hier kannst du einen Film aussuchen, den du dir ansehen möchtest. Es gibt 8 Kinosäle, ganz schön luxuriös, was? Aber mein Debütfilm läuft in seinem ganz besonderen Saal. Okay. In den ersten 5 Minuten mehr Versprecher als in Pokémon Kolosseum. Habe gerade mit Pokémon Kolosseum war vorhin gerade erst fertig und jetzt nehme ich noch ein Pokémon Schwarz 2 auf. Aber von Schatten ist auch Licht und jenes erhält Tritt in Erscheinung. Aha,
Man nennt diesen Helden Riolumann. Ja, ne, ist klar. Wie spannend. Ein Herausforderer von Superschurke S. Sandro. Gladiantri wird von Superschurke S. Sandro in den Kampf geschickt. Ohne Level, ohne nix. Riolu. Ja, ne, Doppelgänger. Ja, ne, ist klar. Ey, also das ist jetzt ein spannender Kampf, irgendwie, keine Ahnung. Dank dem Randomizer hat er einfach mal eine andere Fähigkeit so und kann sie einsetzen. Das wäre, glaube ich, Ditos zweiter Move, so Doppelgänger. Also zweite Spezialfähigkeit. Sorry, dass ich euch das nicht vorlese, aber tut mir leid, sowas, nö. Ist ja nicht mal was Relevantes, kann jeder lesen, der mag. Und mir gepflegt nebenbei zuhören, also mache ich teilweise nicht anders. Ich gucke Film und lese irgendwo noch was nebenbei. Also höre sozusagen, also in diesem Sinne. Oder es gibt ja auch bei Untertitelfilmen. Ja, bei mir, Riolumann. Ja, in. Aha. Tja, Riolu wurde getötet. Das wäre sowieso passiert. Nun ja, du hast verloren, Riolu, Mann. Und ich muss mich noch nicht mal meiner finsteren Kräfte bedienen. Jetzt stell dich schon mal brav dahin und schau zu, wie wir den Vergnügungspark zerstören. Uffs, sieht so aus, als hätte ich einfach nicht das Zeug zum Superhelden. Ja, das sieht so aus. Mann, was der macht des Schurken super, bla 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 bla. Niemand wird jemals vergessen, wie tapfer sich unser Held dem Feind gestellt hat. Hab Dank, Riolu, Mann. Und leb wohl. Ja, ne, ist klar. Kann man die Credits überspringen? Wäre so lieb und nett und teuer und toll und überhaupt. Ich würde es sehr begrüßen. Danke, dass du dir den Film angesehen hast. Und wie hat er dir gefallen? Nicht wirklich. Was ist los? Haha, mein lang ersehntes Filmdebüt. Mein Traum hat es sich erfüllt. Wie meinst du das? Für jeden Menschen gibt es Dinge, die ihm liegen und Dinge, die ihm nicht liegen. Das ist mir klar. Aber als ich meine Tochter gesehen habe, die versucht, ihre Verantwortung als Arenaleiterin und ihren Traum von einer Musikkarriere unter einen Hut zu bringen, wollte auch ich versuchen, endlich meinen langjährigen Traum zu erfüllen. Denn man hört auf zu leben, wenn man seine Träume aufgibt. Ist es nicht so? Ich kehre erstmal zu meiner Pflichten zurück. Eines Tages werde ich zum Film zurückkommen. Bis dahin überlasse ich dir meinen Platz als Filmstar. Okay. So, wir sollten langsam gehen. Mr. Woody ist bestimmt fertig mit seinen Vorbereitungen. Heißt jetzt, darf ich noch selbst einen Film drehen? Bitte nicht. Ich will nicht. Nein. Sei lieb und lass mich gehen. Der andere ist jetzt wieder zu seiner Arbeit zurückgegangen. Ich will jetzt weg. Hier drin befinden sich die Studios. Alle Filme, die in Pocketwood produziert werden, nehmen hier ihren Anfang.
Komm, lasst uns hineingehen. Ich bin mir sicher, Mr. Woody wartet drinnen schon auf uns. Nö, ich will zu dem Superman links. Nein, nein. Die laufen mir jetzt seit dem Pokémon-Kolosseum echt überall nach. Hey Boss, ich habe Sunny mitgebracht. Oh, ausgezeichnet, vielen Dank. Ich stelle mich am besten nochmal vor. Ich bin Mr. Woody, der Besitzer von Pokéwood. Ich habe dich zu mir gerufen, weil ich dich um einen großen Gefallen bitten möchte. Du ahnst es sicher schon, aber ich hätte gerne, dass du Pokéwood dein Talent als Schauspieler zur Verfügung stellst. Mein Talentsucher meinte, man sähe dir gleich an, dass du zum Star geboren bist. Als ich dich vorhin dann zum ersten Mal sah, konnte ich es kaum glauben. Er hatte nicht zu viel versprochen. Sag ich doch, Boss. Es besteht kein Zweifel. Dieses Kind wird im Nu in die Herzen der Kinobesucher. Er wird im Nu die Herzen der Kinobesucher erobern und zu einem absoluten Superstar aufsteigen. Ja, da hast du sicher recht. Ich gehe auch schwer davon aus, dass Sunny eine glänzende Karriere im Showgeschäft bevorsteht. Ich bitte dich, versuch's einfach mal. Warte, ich habe extra für diese Angelegenheit einen absoluten Topstar als Filmpartner für dich engagiert. Hey, Sandro! Och nee, du Spasti. Ich starte, mein Name ist Sandro, nett dich kennenzulernen. Der gute Sandro ist ein Aushängeschild von Pokéwood, ein Star der Extraklasse. Und ich habe hier genau das richtige Drehbuch. Für einen alten Hasen wie ihn und ein junges Nachwuchstalent wie dich. Dein entschlossener Blick gefällt mir. Ich freue mich schon drauf, mit dir vor der Kamera zu stehen. Ich hoffe's doch. Ha, lässig wie immer, was Sandro? Na schön, wenn du einen Film drehen willst, musst du nur meinen Mitarbeiter dort ansprechen. Und keine Sorge, wenn es nicht sofort so klappt, wie du es dir vorstellst, lass es einfach alles raus. Los, Sunny, ich zähle auf dich. Leg dich ins Zeug, dann kannst du im Filmpalast schon bald deine eigenen Streifen sehen. Nö, muss ich? Nö. Ich zähle auf dich. Leg dich ins Zeug, du kannst im Filmpalast schon bald deine eigenen Streifen sehen. Muss ich? Nö, echt. Pokéwood, nur einige auserlesene Trainer ist es vergönnt, in diesem Traumfabrik als Schauspieler ihr Glück zu suchen. Wende dich an den Mann am Eingang, um die Drehvorbereitungen abzuschließen. Am Eingang? Interessiert mich nicht. Ich will nur schnell machen. Mehr will ich nicht. Pokéstudio, willst du dich an... Ja, ja. Ich will nicht. Von wollen ist hier nicht die Rede, Junge. Fein, und welche Pokémon möchtest du am Set einsetzen? Eigene. Jetzt solltest du dich lieber auf die Pokémon des Studios verlassen. Fein, und welche Pokémon möchtest du... Dann Lai. Fein, fein. Wir werden dir für die Dreharbeiten ein passendes Team zur Verfügung stellen. Fein, jetzt können die Dreharbeiten beginnen. Ich bin viel stärker, Mann. Alles klar, fangen wir an. 3, 2, 1, Action! Was will ich denn mit deinem Riolu? Gib mir ein Lucario. Film ab, Star Sandro. Gladiandre wird von Star Sandro in den Kampf geschickt. Und ich wette, mein Riolu hat jetzt Standard-Random-Attacken. Szene 1. Aha. Drehbuch. Ein Schurke bedroht den Vergnügungspark, doch unser Held ist zur Stelle. Besiege deinen Gegner bei jeder Szene. Achtung. Ach nö, nicht? Dann wird das nicht gerandomized. Welch ein Wunder und welch ein Glück. One Hit. Wird von Star Sandro in den Kampf geschickt. Besucher, oh, was ist denn das Spannendes? Führt hier gerade ein Superheldenshow aus oder so? Du hast mit meinem Pokémon kurzen Prozess gemacht. Chapeau, Riolu Kind, aber noch nicht ist alle Tage Abend. Ich werde auch dich mit meinen finsten Kräften in die Knie zwingen. Ich hoffe, du bist bereit. Und ob ich das bin? Das wollte ich hören. Nur wer der Zeuge meiner finsten Kräfte? Nö.
Stimmt, für die Szene war das eine gute Wortwahl. Ja, ich weiß. Und jetzt kommt... Ja, was ist denn mit Winter? Ich komme mit Eisheap. Voll auf die 12. Und gute Nacht, Skalek. Schnee, das ist möglicherweise gar nicht mal so schlecht. Oh Mann, das war's, Leute. Wir haben alle Aufnahmen, die wir brauchen. Oh Mann. Und sowas. Und schon fertig für heute. Sollen wir das Material zu einem Film zusammenschneiden und ins Kino bringen? Ja, ja. Sonst muss ich sowas nochmal machen. Ja, ja. Komm, speicher einmal. Oh, ich würde gerne was anderes machen, aber ich muss in den ersten 15 Minuten einfach mal mit euch sowas Beklopptes machen. Ich habe schon gedacht, dass ich es offscreen mache, aber das will ich nicht. Hey, ausgezeichnete Arbeit. Das war eine auswühlende Darbietung. Aufwühlende Darbietung, Mann. Bin schon gespannt auf den fertigen Film. Und jetzt kommt der Clou. Wenn du hier in Pokéwood einen Film gedreht hast, wird er auf der Stelle nachbearbeitet und im Filmpalast veröffentlicht. Komm, Sunny, lass uns gleich im Filmpalast vorbeischauen. Hey Boss, ich sage es nur ungern, aber sie haben da noch diesen Termin. Ah, richtig, na schön. Selbst tut mir leid, Sunny, ich kann dich leider doch nicht begleiten, aber du solltest dir unbedingt trotzdem die Leinwanddebüt ansehen. Immerhin hast du darin mitgespielt, das wird bestimmt ein Riesenspektakel. Na schön, ich verabschiede mich dann mal. Du bist hier in Pokéwood jederzeit willkommen, Sunny. Ich bin willkommen, aber werde diese Gemäuer nie mehr betreten. Nie wieder. Und das schwöre ich, sobald ich da hier nicht mehr hin muss, komme ich nie wieder dahin. Jetzt gucken wir noch das an und dann ist es schon wieder für den Part. Mal ganz ehrlich. Dann geht es spannend im nächsten Part weiter. Auf jeden Fall gibt es in dem Part viele Versprecher und was man nicht alles so kennt. Na los. Super Sandro, Sandro gegen Riolu Kid. Jeder, der es interessiert, der kann der Part gerne angucken, deswegen stoppe ich danach. Ja, jetzt könnt ihr da lesen. Oder stoppen dann auch. Und sowieso wieder der gleiche Schmann wie vorhin. Halt jetzt eben von uns. Aber eben, wer es interessiert, der kann es angucken. Der Rest kann einfach den nächsten Part angucken. Deswegen stoppe ich danach direkt. Nur so, damit jeder weiß. Es hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt nicht länger machen würde. Aber das kann ich euch nicht zumuten. Zuerst 17 Minuten nur sowas zu gucken. Und... ja, das muss man, ja klar kann man vorspulen, aber nö, muss nicht sein, oder Leute? Da könnt ihr lieber die Folge auslassen, wenn ihr euch gar nicht für den Theaterpart interessiert und könnt, ja, direkt weiter. Ich sag's extra nicht am Anfang des Partes, weil sonst die Hälfte abschalten würde, dann sehe ich, wer es wirklich interessiert hat oder so, hört das dann auch noch oder überhaupt. Dann weiß auf jeden Fall jeder, warum ich nur 17 Minuten oder 18 Minuten aufnehme. Also ja, jetzt wird zwar bald 19 Minuten sein, aber okay. Nö, machst du nicht. Tja, tut mir leid. Skalik war echt eine Nummer für sich. Denn es hat Doppelgänger eingesetzt, aber es war einfach ein weiterer Skalik. Es hat es nicht interessiert. Also in dem Ding. Ja, ne, klar. Und ob ich das bin. Wie cool ich aussehe irgendwie. Außer die Haare. Oder...
Oder nee, Scarlet war ja noch gar nicht, hatte gar nicht Doppelgänger, das war das andere Ding. Gladiandri hat aber irgendwie nicht interessiert. Mann, in meinem Kopf ist so viel durcheinander teilweise von den Pokémon-Spielen, da ich schon ziemlich viel gespielt habe. Auch Pokémon Insurgents, Pokémon weiß nicht was, Uranium, was gerade Zero of Time spielt, habe ich schon durch, also soweit es eben geht. Und so, wie auch Insurgents. Obwohl ich das noch nebenbei aufnehme als Let's Play, aber es kommt ja echt später, nehme ich zurzeit nur als Zeitvertrieb auf. Kommt dann ein Part nach dem anderen. Aber jetzt noch nicht. Weil dann müsste ich das auch noch machen, aber jetzt habe ich keinen Zeitdruck und jetzt kann ich einfach nur Parts aufnehmen, wann ich will. Und da ich es leider schon mal durchgespielt habe und da ich, als ich einen neuen PC bekam, musste ich ja neu anfangen. Heißt, ich muss alles neu nachspielen, aber mache ich nicht. Müsste Glumanda nehmen, aber ich nehme ja diesmal Bisasam. Weil ich ein Bisaflor sehen will als, ja, Delta-Pokémon. Und das war's eben schon vom Film. Ich hoffe, euch hat es nicht gestört, dass ich den ganzen Film über gelabert habe. Aber ist echt nichts Spannendes, zumal, dass wir live beim Filmdreh dabei waren. Ja. Und jetzt? Was kommt jetzt? Kann ich hier raus? Oh, Hallöchen, wenn das mal nicht Sunny ist. Ich wollte mit dir über über deinen letzten Film sprechen, Sunny. Er ist ein Riesenhit. Wenn du weiterhin solche fantastischen Filme drehst, werden dich die Zuschauer und die Mitarbeiter lieben. Bis später, Sunny. Ich freue mich auf deinen nächsten Film. Es gibt keinen nächsten Film mehr von mir. Tut mir leid. Nicht mal in einer 100 Millionen Jahren. Da ist ein altes Ehepaar. Hier gibt es eben nichts zu holen, eigentlich. Weswegen ich mich hier wieder verdünnisiere. Und hoffe, dass ich noch echt in die nächste Stadt komme. Denn ich möchte mit euch im nächsten Part dort weitermachen. Ah, hier. Mika, ihr seid ihr etwa von Team Plasma? Richtig, wir sind Team Plasma. Vor 2 Jahren wurden wir von dem Mann, den wir als König und Held verehrten, verraten und unser Plan, die Herrschaft über Einheit zu erringen, scheiterte. Aber wir geben nie auf, niemals. Wir haben schon angefangen, einen Plan in die Tat umzusetzen. Halt die Klappe. Ihr redet immer davon, dass ihr die Pokémon befreien wollt, aber dabei seid ihr nichts weiter als Pokémon-Diebe. Ihr seid das Letzte. Denkt ja nicht, dass ich euch das verzeihen werde. Erst wurden wir auf dem Hof von einem Yorklef gejagt und jetzt auch noch das. Mir reicht es langsam. Naja, was soll's. Immerhin können wir diesem Trainer sein Pokémon klauen. Dann mal los, liebe Kinderchen. Greift an, wenn ihr bereit seid. Einen neuen Plan werde ich zunichte machen. Ich werde Team Plasma niemals verzeihen. Wir dürfen jetzt machen. Das ist dann unser Stichwort zum Speichern. Und würde sagen, das ist das Ende des Parts. Tüdelö. Bis zum nächsten Mal.